siehst den Hu, Lavalu, was kehrt den Donut zu? Mach mal ein Hu, Lavalu, wir legt die Augen zu. Komm mal ein Hu, Lavalu, Stern aus dem, sag mir, wie soll das gehen? Finale, 200 Meter Schmetterling der Damen. Final, 200 Meter Butterfly Female. Hier sehen wir auf der Bahn 1, Vorlaufzeit 2,29,37 vom SV Würzburg 05, Leonie Neumann. Auf der Bahn 2 von der SG Essen, 2,26,59 im Vorlauf, Charlotte Wohleb. Auf der Bahn 3 mit der schnellsten Vorlaufzeit von 2,17,11 vom SV Würzburg 05, Caroline Dorfner. Bahn 4 gehört dem TSG Klein-Ostheim. 2,26,13 im Vorlauf. Lena Hennel. Auf der Bahn 5 von den Schwimm- und Sportfreunden Bonn. 2,27,04 im Vorlauf. Hanna Wiedemann. Und auf der Bahn 6 komplettiert das Feld. In 2,30,07 ins Finale geschwommen. Von Ombo Natation, Josephine Dumont. Ja, 200 Delfin, von den einen geliebt, von den anderen gehasst. Ich hoffe, die jungen Damen, die hier schwimmen, die lieben die Strecke. Sonst hassen sie vielleicht ihren Trainer. Okay, aber nach den ersten 50 schon klar vorne die Caroline Dorfner auf der Bahn 3. Ja, auch deutlichst die beste Vorlaufzeit. Das ändert sich auch nicht bei den 100. So, für Normalsterbliche beginnt es jetzt weh zu tun, wenn sie überhaupt die 100 Delfin schaffen. Für normalsterbliche trainierte Schwimmer, sagen wir mal. Während das hier bei den jungen Damen noch sehr flüssig aussieht. Der Meeting-Rekord von Elena Kaller auch hier nicht in Gefahr. Vom Februar 2009, 2:11:02. So einen großen Außenborder gibt es nicht. Und immer wieder schön anzusehen. Wie die Spezialschwimmer hier auch auf den letzten 50 Metern nicht den Rhythmus verlieren. Caroline Dorfner schwimmt das hier echt ungefährdet nach Hause. Wird jetzt ein bisschen kurz, aber das darf man ruhig. Ja, auf der Bahn 2 die Charlotte Wohleb von der SG Essen. Angetrieben von ihren Trommeln auf dem zweiten Platz und auf Platz 3 die Alena Hennel von Klein-Ostheim. Herzlichen Glückwunsch!
So, Siegerehrung, 200 Meter Schmetterling der Damen. Victory Ceremony for the 200 Meters Butterfly Female. Auf den sechsten Platz schwamm in 2 Minuten 32,89 Sekunden vom SV Würzburg 05 Leonie Neumann. Platz 5 geht an die Schwimm- und Sportfreunde Bonn. 2 Minuten 31,19 benötigte Hanna Wiedemann. Auf dem vierten Platz schwamm in 2:26,62 von Ombu Natation Josephine Dumont. Die Bronzemedaille geht in 2:26,55 an den TSG Klein Ostheim an Alena Hennel. Silbermedaille, 2:25,07 benötigte für die SG Essen Charlotte Wohleb. Und die Siegerin kommt vom SV Würzburg 05. Sie schwamm 2:19,49 Sekunden. Caroline Dorfner. Ja, ein bisschen Applaus können die jungen Damen gebrauchen. 200 Meter Schmetterling ist jetzt nicht die Weicheisstrecke. Die Siegerehrung wird durchgeführt vom Chef im Ring hier von der Abteilungsleitung Schwimmen der SSF Bonn. Der Abteilungsleiter persönlich, Michael Wiedemann.